Ich heiße Sie herzlich willkommen, liebe Zuschauer im Gesundheitsfernsehen. Wir sprechen heute über Rotlicht- oder Lichtmedizintechnik und was dieses Licht mit uns oder für unsere Gesundheit tun kann. Und ich habe heute einen wundervollen Gast bei mir, die hat eigene Erfahrungen gemacht natürlich mit dieser Technologie und wird uns mal erzählen, wie ihre Erfahrungen sind und ob sie es denn dann auch weiterempfohlen hat und was dann auch andere wieder sagen. Denn Licht ist ja immer etwas Spezielles, hat etwas mit unseren Zellen auch zu tun, macht etwas mit unseren Zellen. Und darüber erfahren wir jetzt etwas mehr. Ich lade Sie ganz herzlich ein zu meinem Gespräch mit Lenka Beck. Bleiben Sie also dran, wir starten gleich. Hallo liebe Lenka, grüß dich. Herzlich willkommen in unserem Zoom-Meeting. Danke. Auch ich bedanke mich und freue mich auf das Gespräch. Schön, dass du da bist. Ich habe schon von dir erfahren, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie, aber praktizierst gar nicht aktuell oder schon einige Zeit nicht mehr. Ist das richtig? Das ist korrekt. Ja, okay. Wir haben vor 3 Jahren Deutschland verlassen. Wir sind unserem neuen Herzensprojekt gefolgt, und zwar einem Heilzentrum in den Bergen. Und das ist der Grund, warum ich keine Praxis mehr habe. Mhm. Aber 2012 bis 2020 war das also mein großes Anliegen, die Praxis in Augsburg mittendrin in der Stadt zu führen und Menschen zu helfen mit Technologien, auch andere Technologien, unter anderem Repuls, zu helfen. Mhm. Ich habe es deswegen ganz bewusst angesprochen, deine Heilpraktiker-Erfahrung, weil es ist natürlich wichtig, wenn man über so eine Technologie spricht, dass man so ein bisschen auch medizinisches Hintergrundwissen hat und da eine gewisse Kompetenz mitbringt, damit man auch beurteilen kann, was macht es denn oder beziehungsweise die Zusammenhänge kennt. Ne? Jetzt meine Frage erstmal, du hast es schon angesprochen, die Repuls-Technologie. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Ja, das ist eigentlich eine lustige und schmerzhafte Geschichte gewesen. Ich habe mich irgendwann mal verletzt und durfte mich mit Schmerzen auseinandersetzen, die mit Trigeminusneuralgie zu tun haben. Trigeminus ist der Nerv, der vom Ohr anfangend, ich bin dazu übergegangen, den Menschen immer alles erklären zu wollen und keine Fremdwörter zu benutzen. Das ist der Nerv, der ganz einfach in jeden Zahn reingeht, von oben und von unten, hinters Auge. Und da hatte ich furchtbare Schmerzen. Und diese Schmerzen kamen wie Wehen und die haben nicht aufgehört. Und für Neuralgien gibt es nahezu keine Medikamente. Und irgendwann habe ich dann mit der Brigitte Peetz telefoniert, mittlerweile eine ganz liebe Freundin von mir. Und die hat gesagt, du, ich bring dir mal den Repuls und du probierst das. So. Sie ist dann gekommen, tatsächlich privat zu uns nach Hause, war ein lustiges Wochenende. Und ich habe dann mit dieser Technologie meine Backe behandelt. Und wenn man sich vorstellt, dass man 3 Monate unerträgliche Schmerzen hat und nach nahezu einer Woche die Schmerzen nicht nur erträglich waren, sondern auch manchmal weg. Nach circa 3 Wochen waren sie gänzlich weg. Und wenn jemand mit Neuralgien, wo ich also davon ausgehe, dass sehr, sehr viele Menschen das haben, ja, zu tun hat, der wird einem dankbar sein, dass man mit so einer, damals habe ich das Taschenlampe genannt, ich darf es nicht mehr sagen, ist ein kaltes, pulsierendes Rotlicht, selbstverständlich, kann man mit der Lasertechnologie ein bisschen vergleichen. Nur Lasertechnologie ist mit Nebenwirkungen. Man muss aufpassen, es müssen Fachpersonal da sein. Hier haben wir es mit einer Technologie zu tun, die kaltes, pulsierendes Rotlicht quasi produziert. Und es ist medizinisch zugelassen, deshalb kann das jeder benutzen. Und das war für mich so wichtig. Entschuldigung, diese ganz kurze Werbeunterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal hier unten, denn das hilft nicht nur uns für die Verbreitung dieser Sendungen, sondern wir können damit auch viel, viel mehr Menschen erreichen und ihnen Hoffnung damit schenken. In diesem Sinne, danke ganz herzlich und weiterhin viel Spaß.
Ich habe gelesen, es ist das einzige in Europa zugelassene Medizinprodukt auf der Basis von kaltem Rotlicht. Richtig. Das habe ich dann später auch erfahren dürfen. Okay. Ja. Und du hast dich wie oft damit behandelt? So, am Anfang war das so, als diese Schmerzen da waren, wie gesagt, also Neuralgien sind wirklich nahezu nicht aushaltbare Schmerzen. Und wenn jemand zu dir sagt, ich habe eine Neuralgie, egal wo, ob der jetzt Gürtelrose hat oder Trigeminus im Rücken, Ischias, das sind alles Neuralgien. Das sind Schmerzen, die ganz einfach kommen und du kannst nichts mehr dagegen tun. Jetzt nimmst du dieses Rotlicht, und bei mir war es also die Backe, ist der Trigeminusnerv, und nimmst dieses Rotlicht und hältst es hin. Es sind 3 Minuten, 6 Minuten, 9 Minuten und 12 Minuten, je nachdem, welches Produkt man hier nimmt. Es gibt ein 4er, also 4 so Lichtpunkte oder ich glaube 6. Und die 7, das ist das 7er, bitte Entschuldigung, 7er. Und die tust du ganz einfach nur halten, zum Beispiel am Anfang nur mit 3 Minuten. Mehr kannst du eigentlich nicht tun, weil der menschliche Körper muss sich ja an dieses Rotlicht A gewöhnen. Die Zellen müssen es auch aufnehmen und da ganz einfach mit 3 Minuten anfangen. Muss das auf der Haut aufliegen oder? Ja. Aber das konntest du ertragen mit deinen Schmerzen? Die 3 Minuten waren sehr herausfordernd, wenn du das jetzt so sagst. Ja. Aber je länger ich behandelt habe, umso länger konnte ich eben das dranhalten. Mhm. Und es ist ja so, wenn es richtig wehgetan hat, dann nimmt man das ganz einfach kurzfristig weg und dann wieder hin. Und wie gesagt, zwischen den Behandlungen müssen immer 4 Stunden sein und dann kann man es ja steigern. Aber wenn man sich vorstellt, ich hatte ein halbes Jahr Schmerzen, wo ich nur mit richtigen Medikamentenhängern und mit intravenösen Medikamenten wurde ich behandelt und es hat nichts geholfen. Und dann kommt so ein Gerät daher und macht dich nach 2 Wochen schmerzfrei. Das ist ein so Wunder. Phänomenal gewesen, dass ich damals gesagt habe, das muss jeder bekommen. Okay. Und bin dann tatsächlich zu Bekannten hingefahren, wo ich gewusst habe, er hat jetzt Neurodermitis. Bei Neurodermitis ist es ein bisschen anders. Da geht es nicht direkt auf die Haut. Da ist so ein Abstandshalter, so 2,5 Zentimeter. Halt man hin. Und dann kann man das damit genauso behandeln. Geht auch recht rasch weg. Muss man sagen. Jetzt bin ich mit meinem Koffer rumgefahren und dann haben wir gedacht, wenn das so gut geht, komm, mach's eine Praxis auf. Hab meine Ausbildung dann selbstverständlich nachgeholt, hab den Repus immer wieder verliehen, kann man ja auch ausleihen, das ist das Tolle dabei. Ja, und so hat eigentlich Repuls mich zum Heilpraktiker gebracht, muss man sich vorstellen. Echt spannend. Ah, okay, so ging's. Okay, du hast eine eigene gesundheitliche Problematik gehabt. Das hast du mit Repuls dann entsprechend kurieren können. Und dann hast du gedacht, mit dieser eigenen Erfahrung, das hilft anderen Menschen wunderbar. Und das ist doch ein Segen, das zu vielen Menschen zu bringen. Ja, das weil vielleicht kann sich's nicht jeder leisten, oder? Deswegen hast du gesagt, man kann's auch mieten. Man kann's auch mieten, aber wenn man sich zum Beispiel vorstellt, wofür wir alle Medikamente kosten sehr viel Geld. Ja. Wofür geben wir noch Geld aus? Dann geht man irgendwo hin und hofft, dass irgendetwas mir hilft. Dann gebe ich wieder Geld aus. Und dann war die Überlegung, kaufe ich mir dieses Gerät? Damals war ich ja, wie gesagt, noch nicht Heilpraktikerin. Ich habe mir dann gleich 2 Stück gekauft, habe das finanziert und habe dann eben eines immer ausgeliehen und das zweite war dann bei mir oder ich bin dann damit rumgefahren zu den damals noch Freunden, nicht Patienten. Mhm. Später selbstverständlich kamen die Patienten zu mir. Aber wenn man sich das vorstellt, wie viel Geld man dafür ausgibt und das hilft nicht, dann ist es doch großartig, wenn ich hier einmalig Geld ausgebe und kann dann, wenn ich es selber nicht nutzen muss, das auch vielleicht einmal dir
wenn du Probleme hast, du hast dich irgendwo am Knöchel verletzt. Das sind Erfahrungen, wo ich jedem Menschen nur ans Herz legen kann. Und das war der Grund, warum ich Heilpraktikerin geworden bin. Ich habe gesagt, es gibt Technologien, die die Ärzte vielleicht nicht alle wissen, aber es gibt sie. Mhm. Die Brigitte Rumpold, die dieses Gerät erfunden hat, hat sehr, sehr lange daran geforscht. Und man kann, auch ich kann nicht viel berichten, ich kann nur sagen, hey, das Gerät musst du ausprobieren und dann siehst du es weiter. Und heute, 12 Jahre später, weiß ich dann schon ein bisschen mehr dazu. Aber am Anfang hat mich keiner gefragt, es hat gewirkt. Und das war alles. Ja. Kann ich das denn eigentlich für jede Erkrankung, für jede Indikation, für jede Symptomatik anwenden? Oder gibt es etwas, wo du sagst, nö, da macht es eigentlich weniger Sinn? Oder also ich glaube, bei Augenleiden würde ich sagen, gut, es gibt ja eine Brille, die man da hat, aber bei Augenleiden würde ich dies definitiv nicht machen. Da gibt es aber eine andere Einstellung. Das kann dann begleitend, sollte das ein Arzt oder ein Heilpraktiker oder Energetiker eben machen, die gibt es dann hinten am Kopf. Und aber direkt in die Augen bitte nicht, weil es ist ja pulsierendes Rotlicht. Deshalb hat man ja bei der Behandlung letztendlich auch eine Brille auf, damit die Netzhaut nicht verletzt wird oder verletzt werden kann. Mhm. Aber bei Neuralgien, bei nur Schnupfen, Heuschnupfen, bei sämtlichen Erkältungssymptomatiken mit Blessuren, die jetzt ich schnelle Wundheilung haben möchte und so weiter. Also ich kenne bis auf die Augen letztendlich tatsächlich keinerlei Symptomatik, wo man das nicht benutzen kann. Wenn du sagst Heuschnupfen, wo, wie wende ich es denn da an? Auf jeden Fall die Augen, die Brille anziehen und dann wird also hier diese Backe so angelegt und hier und das war's dann letztendlich. Man fängt aber, das habe ich vergessen zu sagen, man sollte immer Aktivierungscode benutzen. Das ist hier hinten am Nacken. Ja. Man zuerst einmal 3 Minuten hinlegt und da hat der Körper, ah, jetzt kommt irgendwas Gutes. Und wo du das dann auflässt, ist dann danach wurscht. Aber bei Heuschnupfen habe ich sehr große Erfahrung. Also Heuschnupfen habe ich, glaube ich, 82 Patienten, die danach tatsächlich keinen Heuschnupfen mehr gehabt haben, weil das Rotlicht dem Körper geholfen hat, sich wieder dagegen selber zu wehren. Und beim Heuschnupfen ist es so, dass der Patient letztendlich, das Immunsystem ist nicht mehr intakt. Mhm. Und dann verkleben sich die Härchen, hoffe, dass ich das bitte richtig erkläre, so habe ich es immer meinen Patienten erklärt, und die verkleben dann und können sich sozusagen gegen die Pollen nicht mehr wehren. Und Repuls geht her und hilft dem Körper, diese verklebten Härchen wieder frei zu machen und dann ist letztendlich der Körper wieder dazu in der Lage, sich gegen alles zu wehren. Aha, okay. Und gibt es gibt es Gegenanzeigen? Nein. Also völlig nebenwirkungsfrei. Nee, ich meine, gibt es Zustände, in denen man es eben einfach definitiv nicht anwenden sollte? Oft sind ja Schwangerschaften ausgeschlossen. Also ich würde es nicht unbedingt jetzt, also in der Schwangerschaft der Mutter würde ich sagen, gibt es keine Indikationen, wo man jetzt dagegen sein dürfte. Aber auch beim Baby habe ich das angewandt, das weiß ich noch, weil da kam eine Mutter zu mir, ist das Baby von der Wickelkommode, ja, Klassiker von uns geflogen, und hat dann so einen richtig Bluterguss am Popo gehabt und er ging dann innerhalb von kürzester Zeit weg. Selbstverständlich war die Dame vorher beim Arzt und der hat das untersucht und hat gesagt, ja, Bluterguss und so und nichts gebrochen. Und bei Babys ist das halt eben mit der Kalusbildung, da sind die Knochen noch nicht so ganz entwickelt und da geht es recht rasch. Aber richtig gegen, würde ich sagen, nein.
Mhm. Und ja. Nebenwirkungen hast du gerade schon angesetzt. Gibt es auch keine? Gut, es gibt jeder Mensch, der mit Rebus oder egal mit welcher alternativen Medizin anfängt, gibt es die sogenannte Erstverschlimmerung, wie wir das dann fühlen. So fühlen wir es. Mhm. Aber es ist eine Reaktion des Körpers, der sagt, okay, ich schmeiß das Zeug jetzt weg. Und das kann dann auch zu Schmerzen führen. Und so habe ich es immer erklärt. Also ich hatte eine Patientin, bei der waren das Migräneanfälle. Das weiß ich noch. Die kam schon mit so ganz kleinen Augen zu mir und war kurz davor, so diesen Migräneanfall zu bekommen. Und Migräne ist etwas, was ganz furchtbar ist. Also da bist du lichtempfindlich, der Kopf tut dermaßen weh, so dann irgendwann mal fängt der Körper ganz weh zu tun und so. Und die kam dann zu mir und ich habe gesagt, ich verspreche jetzt nichts, um Gottes Willen, aber wir gucken mal, dass wir dir mal jetzt einmal eine Linderung, so dass diese Migräne jetzt nicht ausbricht, verschaffen. Mhm. Und dann war es, wie gesagt, wiederum hinten am Nacken, dann Nacken hier und Nacken hier, überhaupt nichts am Kopf, ganz ehrlich. Bei Migräne behandelt man tatsächlich im Nackenbereich und im Schulterbereich. Und ich glaube, da die mittlere Wirbelsäule habe ich noch gemacht. Mhm. Sie hat sich abholen lassen, weil sie wirklich Angst hatte, weil dieser Druck war da. So, und 3 Stunden später hat sie mich angerufen, aber ich weiß noch, ich wollte gar nicht da abheben. Ich habe mir gedacht, boah, jetzt kommt irgendein Horror oder irgendwas. Ja, war alles weg. Die kam dann später auch nicht mehr. Sie hat, glaube ich, 7 Behandlungen gehabt und hat den Rebus für 14 Tage selber dann ausgeliehen. Und sie ist tatsächlich migränefrei. Wow, weil das ist ja. Migräne ist ja auch ein weit verbreitetes Phänomen in der Gesellschaft und oder unter das den ist Menschen. Richtig. Ich muss aber dazu sagen, vielleicht, dass man immer darauf achten darf, wie viel unsere Zellen vertragen. Und unsere Zellen sind unwahrscheinlich unterernährt. Unterernährt in dem Bereich, dass wir einen wahnsinnigen Mineralstoffmangel haben. Ja? Ja. Und die meisten Mineralstoffe, die wir bekommen, sind leider auch chemisch hergestellt. Mhm. Die natürlichen Mineralstoffe, die schluckt unser Körper wie ein Schwamm. Die nimmt da auf, gibt nichts mehr ab. Man kann es auch nicht überdosieren. Die Mineralstoffe, die wir künstlich zu uns nehmen, die kann man sehr wohl überdosieren. Wie zum Beispiel bei Magnesium weiß man, dass man da meistens auch Durchfall kriegen kann. Ja. Und das habe ich mit dazu empfohlen. Also das heißt, wenn jemand zu mir gekommen ist, habe ich immer gesagt, okay, wir machen diese Behandlung, aber bitte achte auf deine Ernährung. Lasse in dieser Zeit, wo du diese Schmerzen hast, zum Beispiel Weißmehl, Kohlenhydrate weg. Und das ist ja auch noch etwas, was man dazu jetzt begleitend, was dann später daraus geworden ist, dass wir jetzt Hersteller eben geworden sind, weil das essentiell für uns ist. Mhm. Ja, also da haben wir auch ja viele Gäste, die das genauso sagen wie du. Wir bekommen einfach aus unserer Nahrung nicht mehr ausreichend diese Mikronährstoffe, die unser Körper braucht, um die Eigenregulation aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es schon wichtig. Und da gibt es natürlich Unterschiede, wie du auch schon erzählt hast, eben diese und diese. Ich will nicht sagen schlechte und gute, sondern diese und diese. Diese genau. Und diese. Da mag man. Das darf ich mir für die Zukunft merken, diese und diese. Großartige Erklärung. Dankeschön. Mag man achtsam sein und mag man schauen, was man dem Körper zuführt. Genau. Und ja, es ist ja eigentlich auch nur logisch. Ne? Und wenn du da so empfiehlst, okay, in der und der Zeit jetzt einfach dieses oder jenes weglassen, man muss ja einfach auch immer dazu sagen, das ist nichts, was dann auf Dauer entbehrt werden muss, sondern nur so lange, bis man dem Körper eben einfach wieder ausreichend den Raum, sage ich jetzt mal, oder die Möglichkeit gegeben hat, dass er wieder auf einen Stand kommt, um sich selbst zu regulieren. Oder ist das korrekt? Das ist absolut korrekt. Und die wichtigste Zutat, die wir immer vergessen, ist Wasser. Und ist bitte was? Gutes Wasser. Wasser. Mhm. Und zwar gutes Wasser. Das heißt, nicht mit, wie heißt das, Kohlensäurewasser, Kohlensäurewasser,
Weil es ist ja auch wiederum eine Säure, das vergessen die meisten, ja, sondern ein gutes Wasser, genügend Wasser. Ich hatte in meiner Praxis junge Mädchen, die haben vor jeder Behandlung immer ein Glas Wasser von mir bekommen. Das war nicht mal ein Viertel Liter. Die haben 20 Minuten gebraucht, bis sie es ausgetrunken haben. Und das ist es, was uns immer wieder vor die Augen geführt werden muss. Gutes Wasser, gute Mineralstoffe. Und dann gibt es auf dieser Erde so viele innovative Produkte wie Repuls. Und dann braucht man letztendlich nie krank werden. Darum ging es mir. Mit Prävention. Nicht schon, wenn die Menschen krank sind, sondern wenn sie gesund sind. Repuls ist zum Beispiel großartig im Bereich Fußball. Wenn jemand Zerrung hat, ja, da kann man es sehr gut anwenden. Im Sport ja sowieso. Zur Regeneration nach einer nach einem Marathon, sagen wir mal jetzt, oder einer anderen Anstrengung. Ich hatte mal einen Patienten, der war Extremsportler und der hat ist sogar von Hamburg angeflogen. Das war, habe mir gedacht, okay, machen wir, gut. Und der war Ironman-Gewinner. Aber welches Jahr, weiß ich nicht mehr. Ist so gewesen. Und der kam mit einer Hüft-OP, hat man die Hüfte operiert und diese Wunde ging nicht richtig zu. Also es hat immer geschmerzt und immer wieder quasi in diesem Wundbereich hat er letztendlich Beschwerden gehabt. Und da haben wir zuerst angefangen, den Schmerz wegzumachen. Das heißt, da kommt es direkt auf die Haut, wird also diese Narbe komplett behandelt und danach die Narbe zu behandeln, damit die weicher wird. Das ist dann wiederum die Haut. Da kommt der Abstandshalt. Ah, okay. Also ist ja auch ein gutes Einsatzgebiet. Narben, ne? So viele haben Operationsnarben oder auch von Verletzungen, wie auch immer. Und dieses Narbengewebe, eben je dicker, je wulstiger, desto problematischer ist es letztendlich auch für die Gesundheit oder für den Fluss der Energien, wenn man es vielleicht auch so ausdrücken kann. Ich empfehle jedem, eine Narbe zu entstellen. Und da gibt es großartige Kollegen, die dies tun. Jede Narbe nach einer Operation als allererstes zu entstören. Ich habe das immer so versucht zu erklären, da ist ein Schnitt. Letztendlich weiß diese Hälfte des Körpers nicht, dass es da drüben wieder weitergeht. Und das nennt man wieder energetisch, gibt es ein ganz genaues Wort, das mir jetzt gerade mal nicht einfällt, dazu, dass man die beiden Seiten wieder miteinander verbindet. Und danach bin ich auch noch auf die neueste Innovation bei Repuls gestoßen und das sind die kleinsten Narben, die wir haben und das sind die Falten. Aha. Dafür kann man es auch sehr gut hernehmen. Die Falten sind Narben? Ja, da gibt es eine Ausführung dazu. Also letztendlich ist es so, dass die Falten, die wir bekommen, in dem Bereich, wo es letztendlich dann so eine Mulde gibt, ja keine Versorgung mehr gibt. Okay. Repuls kann mit der richtigen Remineralisierung und mit der richtigen Anwendung tatsächlich das hier wieder herstellen. Okay. Und es ist so, dass Repuls, dieses Licht, habe ich irgendwann mal für mich die Erklärung für meine Patienten gehabt, es beschleunigt die Wundheilung, es beschleunigt die Heilung. Und das ist wie ein Katalysator, das dem Körper sagt, bitte arbeite an dieser Stelle wieder so, wie es vorher war. So habe ich es immer erklärt. Aha, okay. Unorthodox, aber einfach. Ja, ich habe noch gelesen, eben, weil ich mich ja natürlich ein bisschen beschäftigt habe im Vorfeld, worüber wir sprechen, dass Repuls die Mitochondrien anregt, ATP zu produzieren. Ist das korrekt? Also das ist korrekt. Nur ganz genau ist absolute Koryphäe, die das erklären kann, ist die Frau Brigitte Rumpold, die Erfinderin. Ja.
Und ich habe mich da auch mal eingelesen, aber so richtig erklären kann ich es dir nicht. Nee, müssen wir ja auch nicht, genau. Aber die möchte ich auch nicht, weil sonst erzähle ich irgendwas. Genau, die Mitochondrien und die ATP-Produktion ist ja ein ganz wichtiger Faktor in unseren Zellen. Wir haben in jeder von unseren Zellen haben wir 1000 und viel mehr Mitochondrien und die Energiekraftwerke. Und die sind ein ganz wichtiger, essentieller Faktor in der Selbstregulation, ne? Oder in der Regulation unseres Körpers. Das ist korrekt. Genau. Also man kann sich vorstellen, dass jede Zelle ein eigener Kosmos ist. Und dieser Kosmos kann mal vielleicht einmal an der einen Stelle auch mal vermüllt werden. Ja. Und Repuls hilft, dies wieder zu regenerieren. So habe ich das aus den unzähligen Prospekten herausgelesen. Und das ist absolut korrekt. Jede Zelle ist in der Lage, sich wieder zu regenerieren, wenn man ihr hilft. Mhm. Also so der Zellstoffwechsel. Ne? Es ist ja genauso, wenn wir unseren Müll aus unseren Wohnungen oder Häusern nicht raustragen, dann, dann brauchen wir nicht lange warten und das ist unerträglich. Ja. Ne? Und so ist es. Ist es dann daher bin ich mit den Zellen auch. Daher bin ich dann irgendwann mal zum Schluss, bevor ich dann also wirklich dann die Praxis geschlossen habe, die habe ich aber geschlossen, eben aus dem Grund, was 2020 eben passiert ist. Und bin dann aber auch wieder weiterhin zu Kosmetikerinnen gegangen. Die können Repuls auch sehr, sehr gut in ihren Prozess einbinden, wie zum Beispiel dieses Verfahren, wo man die Haut so ein bisschen wie abträgt und danach wieder füllt. Und da kann zum Beispiel Repuls die Beschleunigung der Zellen bewirken und vor allem aber auch, dass dies, was da alles jetzt einmal mit hineingearbeitet wurde, verstärken. Aha, okay, also die Wirkstoffe, die Wirkung der Wirkstoffe verstärken und das, was du gemeint hast, ist dieses wahrscheinlich Fruchtsäure-Peeling oder diese Dinge, also wo man eben die alten Hautschichten abträgt und so für die und mit Repuls die Bildung der neuen Hautschichten dann unterstützen. Richtig. Aha, okay. So ist es. Ja, es ist ja dann vielfach einsetzbar. Ich glaube, es gibt es für Fachpublikum des Repuls wie auch für zu Hause, für den Hausgebrauch. Ja. Genau, also das ist absolut richtig. Ich habe mich nie als Fachpublikum bezeichnet, sondern ich habe immer gesagt, bitte nimm es. Ich zeige dir, wie es funktioniert. Du kannst, wie gesagt, keinerlei Fehler machen. Man kann es nicht überdosieren, weil wenn einem das zu viel ist, dann hat man das Gefühl, dass an dieser Stelle so eine Art Druck entsteht. Dann tut man es ganz einfach freiwillig weg. Ah, okay. Ja? Das waren die einzigen Kontraindikationen, die man sich hier vorgestellt hat. Und Fachpublikum, da gibt es wunderbare Workshops, die das Unternehmen anbietet, die unterstützend da ist, wo auch ihr sehr viel schon berichtet habt. Das habe ich auch gelesen und mir angesehen. Ja, war für jeden erreichbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich das jetzt so vorstellt, was das Gerät kostet, wenn man das runterreduziert, was es alles kann. Und wenn ich das jetzt mal als Anwender alleine kaufe, ja, ich habe aber meine Mama, Kinder, ich habe Bekannte, dann ist es nicht mehr relevant, weil ich kann vielleicht sagen, hey, ich leite das. Was magst du mir dafür geben, wenn es Verwandte sind? Oder ich bin so großzügig und leite es und verlange gar nichts dafür, aber ich habe meinen absoluten Seelenfrieden. Den habe ich jetzt zum Beispiel bei einem jungen Mädchen gehabt, erst kürzlich, knappe 28, beim Zahnarzt gewesen, Zahnfleischschwund. Ah. Ja, da hat der Zahnarzt empfohlen bereits, dass eben Stifte gesetzt werden, Aufbau des Knochens und 30.000 Euro und darüber hinaus. Und dieses Mädchen, das war im Dezember, hat von mir einen Repuls bekommen, hat aber auch einen richtigen Cocktail bekommen von Mineralstoffen und von Mikronährstoffen. Und jetzt haben wir im April
miteinander gesprochen und das ist wirklich tatsächlich wieder so, dass sich der Zahnfleischwund, so wie er vorher ausgesehen hat, zurückgebildet hat. Hat sich regeneriert, also das Zahnfleisch hat sich regeneriert? Absolut. Wunderbar. Und das fand ich eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte, auch für jeden Zahnarzt. Mhm. Weil wenn man als Zahnarzt dasteht und einem 28-jährigen Mädel erklärt, dass es jetzt Stifte bekommt, das ist, glaube ich, ja, A, von den Kosten und Nutzen her, mhm, völlig daneben. Okay. Es gibt wunderbare Geschichten auf diese Erde, die man nutzen sollte. Ja. Dazu gehört Rebus. Jetzt hättest du sicherlich noch sehr viel mehr auf Lager, uns zu erzählen von tatsächlichen Fällen, ja, die du erlebt hast mit Rebpuls. Unsere Zeit ist nur leider am Ende. du hast gesagt, du hast dich auf Mikronährstoffe oder Mineralstoffkonzentrate oder sowas. Mikronährstoffe. Genau. Gibt es auch was, wo man das findet im Internet? Ja, selbstverständlich. Wir haben ein Mineralstoffkonzentrat entwickelt. Jeden Tag eine 30 Milliliter Flasche. Ich muss das nicht verdünnen. Ich nehme das so direkt aus der Flasche. Man bekommt 30 Fläschchen. Warum? Weil es, was darüber hinausgeht, ist so, dass man Konservierungsstoffe da hinein tun möchte. Bei uns nicht. Und unser Produkt heißt Anity Flow. Mhm. Anity heißt vom Energie und Beauty. Ja. Also. Sag uns nur schnell, wenn ihr das mit irgendwo anbringen wollt, sehr gerne. Sag uns nur schnell die Website, wo man sich informieren kann, wenn du möchtest. Selbstverständlich, steht alles drauf. Ja, ja, sag uns die Website, bitte sei so lieb. Die gerne, das ist dann anity.global. Okay, ganz einfach. Wunderbar. Gut, dann bleibt mir nur noch ganz herzlich Danke zu sagen für deine Zeit und dass du uns so begeistert von den Möglichkeiten des Rebpuls erzählt hast und ein paar Praxisfälle oder ein paar tatsächliche Fälle uns berichtet hast. Vielen herzlichen Dank, liebe Lenka. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute da sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und sich dieses Phänomen des Rebpuls, des kalten Rotlichts angesehen haben und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Ich wünsche Ihnen im Namen meines Gastes Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst und schauen Sie gerne auch das nächste Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.